Gönner. Ja, ja. Irgendwie tickt es doch so, ne? Ja. Alles Beobachtung. Alles Beobachtung. Never ever aus eigener Erfahrung. Nein, natürlich nicht. Ich bin alt genug geworden. Karma. Was zur Hölle habe ich getan, dass du mich den ganzen Tag bestrafst? Die Schwerkraft gegen mich aufhetzt, du lässt mir zwei Teller in kürzester Zeit aus den Händen fallen. Ich mich beim Essen und Trinken ständig verschlucke, mir Pollen direkt in die Nasenlöcher fliegen, Geldscheine verloren gehen und die letzte Salamischeibe auf den Boden landet. Ich will ja nicht rumheulen, aber bitte gib mir ein Zeichen, was ich ausbügeln muss. Ich tue es sofort. Nur hör auf, mir die Nerven zu rauben, denn ich brauche sie. Wirklich. Danke, danke. Im Takt bleiben. Dies ist die falsche Stadt, um einfach so verträumt in der Gegend rumzustehen. Hier ist der Atem kurz, der Schritt beschleunigt und die Hast allgegenwärtig. In den Köpfen toben heftige Tornados. Bruchstücke und Splitter aus Gedanken, Ideen und Sorgen schleudern wild umher. Falls du die Abläufe beobachten möchtest, stell dich zur Seite und mach Platz. Lass das Treiben auf dich wirken. Doch umso länger du bleiben möchtest, desto schneller musst du lernen. Denn wenn du die Zeichen nicht kennst, die Zusammenhänge ein Rätsel bleiben, wirst du schneller überrollt, als du gucken kannst. Und von der Sorte haben wir hier schon genug. Ja, genau. Schon genug. Tut mir leid. Der nächste Text heißt Flüchtige Begegnung. Jahrelang war man nie am gleichen Ort. Immer eine Bahn später, ein paar Querstraßen weiter und zwei Bezirke voneinander entfernt. Und plötzlich ist da dieses Gesicht, das man schon fast vergessen hat. Aus heiterem Himmel lässt sich zwischen zwei Inseln eine Zugbrücke runter, die lange außer Betrieb war. Und was auch immer eins verbindete, sei es nur ein lausiger Job oder ein paar gemeinsame Freunde, es wird für diesen Moment wieder präsent. Erinnerungen leuchten auf, werden ausgetauscht und zum Abschied werden Grüße ausgerichtet und sich versprochen, demnächst mal wiederzusehen. Während das Leben fettgrinsend in der Ecke liegt und schon plant, genau das zu verhindern. Ein weiteres Jahrzehnt. Wieder 10 Jahre hinter uns. Und immer noch ist die Kacke am Dampfen. Sind die Schlimmsten, die Erfolgreichsten? Machen sich die Menschen vor zu wissen, was richtig und was falsch ist? Sind wir am besten darin, das zu zerstören, was wir am liebsten haben? Immer noch ist der Auswurf schleimig, die Angst groß, Unwissenheit gefährlich, die Suppe versalzen, Katzenbabys niedlich, der Kaktus stachelig, Dummheit triumphierend und das Essen überteuert. Doch irgendwo da draußen tanzt ein kleines schwarzes Mädchen Ballett und schert sich einen Dreck darum. Der Text heißt eine romantische Utopie mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit auf ein Happy End. Ich weiß selbst nicht, was das bedeutet. Aber hört sich schön an. Gutenberg-Style. Ich stehe nach 60 Minuten im 4. Outfit von meinem Kleiderschrank. Man kann gut aussehen und man kann gut angestrengt aussehen, denke ich mir. Andererseits sollten die schwarzen Lackschuhe schon klar machen, dass ich nicht immer so rumlaufe. Ich sehe nur so aus, weil ich mich mit ihr treffe. Frauen lieben es, wenn sie bemerken, dass man etwas nur für sie tut. Das hat ein Mann in seinem Alkoholrausch auf dem S-Bahnhof Frankfurter Allee einst gesagt. Anschließend hat er seiner Freundin ein Geschenk überreicht. Sie hat es hochgehalten und es dann fallen lassen. Der Mann verstummte. Es gehört einem erst etwas, wenn man es loslässt und man es dann wiederhaben möchte, sagte sie. Das wäre fast philosophisch, wenn sie damit nicht nur überspielt hätte, dass der Schnaps mittlerweile schon in ihren Fingerspitzen angekommen war. Und dennoch, wieder von meinem Kleiderschrank, tausche ich das weiße Hemd gegen ein schwarzes Shirt.
Ich möchte ihr nicht das Gefühl geben, dass ich mich unabdingbar für sie entschieden habe. Die Spannung sollte schon gehalten werden. Das ist neben Dating-Ratgeber eindeutig ausgeführt. Ja, ich befasse mich gerne theoretisch mit Dingen, die ich nicht verstehe. Warum sollte ich denn auch nicht von der Erfahrung anderer profitieren? Vor allem, wenn es von einer Expertin auf dem Fachgebiet einer Frau geschrieben ist. Wenn ich der Autorin eines Tages begegne, werden wir unter Garantie eine gute Zeit zusammen haben, weil ich wissen werde, was sie von mir erwartet. Jede Frau sollte zu ihrem 21. Geburtstag einen Dating-Ratgeber schreiben müssen. Sie, nennen wir sie Madame, bekommt ein leeres Buch, ein Glas Weißweinschorle und wird an einen Lügendetektor angeschlossen. Der ganze Vorgang wird von den strengen Augen des Vaters überwacht. Das klingt jetzt erst einmal hart, aber es soll ja auch was dabei rauskommen. Nachdem Madame denkt, dass sie fertig ist, wird sie von ihrem Vater gefragt, ob auch wirklich nichts vergessen wurde. Der Lügendetektor entscheidet dann über Verbleib oder Freiheit Madames. Um den Datenschutz einzuhalten, wird das Manuskript an das Ministerium für erfolgreiche Reproduktion und effektive Kommunikation geschickt, wo es dann eingescannt und auf einen Server geladen wird. Madame bekommt nun einen Brief. Darin enthalten ist eine durchsichtige Folie, welche mit einem neuartigen Barcode, auch QR-Code genannt wird, bedruckt ist. Zudem befindet sich ein Blatt mit der Adresse eines staatlich subventionierten Tätowierers im Brief. Mit diesem muss Madame innerhalb von 2 Wochen einen Termin ausmachen, sonst begeht sie eine Straftat. Die Tätowierin wird dann bei zur Decke gehobenen Arm Madames in die Achselregion gestochen. Wenn Madame nun einen Mann nennt, wie ihn Monsieur, kennenlernt und ihn wiedersehen möchte, hebt sie dazu einfach den Arm. Er zückt daraufhin sein Smartphone, fotografiert den Code und wird auf die Webseite des Manuskripts geleitet. Vor dem ersten Date hat er dann die Möglichkeit zu lesen, was Madame von ihrem Monsieur erwartet. Glückliche Paare, niedrige Scheidungsraten und beide Elternteile habende Kinder sind nur einige der positiven Effekte dieses Verfahrens. Ich bin ja nicht fertig. Manch einer mag fragen, wo bei alledem die Romantik bleibt. Romantik ist nichts weiter als die subjektive Erwartung an einen Optimalzustand in einer Partnerschaft. Wenn Monsieur über diese Erwartung weiß, liegt es an ihm, sie zu erfüllen. Schafft er es trotzdem nicht, Madame glücklich zu machen, ist es allein ihrer Fehleinschätzung, genau diesem Monsieur den Code zu offenbaren, geschuldet. Die natürliche Selektion wäre trotz des vorteilhaften Erfahrens noch intakt. Es wäre eine romantische Utopie mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf ein Happy End. Der Titel. Zurück in der optimierungswürdigen Realität erscheine ich 20 Minuten zu spät zum ersten Date. Ich konnte mich einfach nicht losreißen von diesem aufschlussreichen Ratgeber. Darin stand auch, dass sie nicht 20 Minuten lang warten wird, was dann auch gestimmt hat. Ich werde sie anrufen, aber erst in genau 48 Stunden. Vielen Dank. Wurzelbehandlung.